Ah, hier sind wir jetzt wieder. Alles klar. Na, wisst ihr, wo wir sind? Wisst ihr, wo wir sind? Das ist die Tür, die verschlossen war. Und da hinten irgendwo ist der. Nee, irgendwo müsste der Gitarrenspieler sein, oder? Nee, das ist doch was anderes. Vielleicht. Vielleicht ist es doch ein anderer Raum. Aber ich dachte, das ist der, wo wir dann Treppen hochkamen oder so. Wie hell das hier auch ist, Alter. Dosen, Dosen. Oh komm, warum nicht? Wenn es da ist. Ja, wirf einfach weg. Oh shit. Treffe ich nicht? Bin ich blind oder? Oh, Alter! Sind die bescheuert oder so? Die sind blöd. Die sind bescheuert. Oh, Alter! Huch, hoi. Inventar aufmachen, bitte. Danke. Wieso habe ich die Knarre nicht mitgenommen, sagt man. Mann! Oh, ich bin gleich tot. Alter. Das ist doch unschön hier. Sprengsätze haben wir nicht. Mollys hätten wir. Medizin einwerfen. Boah, ist das eklig. Ich wusste, dass es wieder so eine Scheiße ist hier. Wenn wir uns hier was Schönes machen, haben wir alles davon da? Ja. Das Uhr. Münzen, Leiterplatte. Machen wir uns auch mal fertig. Gut. Und dann bauen wir uns gleich noch so ein Ding, ne? Ja, Heidewitzka. Mach wieder Radio an, ja? Geh weg. Sind sie dort beide? Ja. Oh, die mag ich nicht. Was ist denn mit denen? Ach, das ist die, die hier auf dem Computer zu sehen war. Die so dann auf einmal umgefallen ist, auf dem Monitor zu sehen war. Ah, alles klar. Boah, diese Idioten, Alter. Keiner mag die. Pfeil noch mitnehmen. Da steckt auch noch ein Pfeil drin. Toll. Wo kamen die raus? Die kamen von da irgendwo, ne? Schön am Wasser gebaut oder was? Ach nee, da haben wir genug Speckstücke. Karten? Edward Pufton? Barbara Pufton? Ja, komm schon. Na komm schon. Hier vorne können wir nicht nehmen. Pack mal weg hier. Ja, Edward.
können wir nicht. Virginias lassen wir stehen, okay. Krasser Shit. Krasser Shit. Wo müssen wir denn jetzt lang? Sollen wir da ins Wasser springen, ja? Ich möchte nicht ins Wasser springen. Licht nicht anmachen hier, oder was? Ich sehe nichts. Gut, dann müssen wir wohl tauchen. Müssen wir mal alles absuchen hier unten. Wahrscheinlich nach da weg, ne? Jupp. Bin ich mal gespannt, wo wir rauskommen. Jetzt rast immer noch, diese Idioten. Da habe ich mehr gesehen mit dem Ding. Kann ich bitte eine Lampe anmachen? Hallo? Ach. Schluck trinken kann ich. Sind die schon... Natürlich doch. Aus, Inventar. Schön. Oh, beim Nachladen dunkel. Auch herrlich. Kann man so machen. Wir essen erstmal was, ne? So, das ist natürlich vergammelt. Rohes Fleisch wollen wir nicht. Dann essen wir hiervon was. Ja, das sieht wieder gut aus. Komm mal her, gib mal, was du hast. Nee. So, ja. Linke Brust oder rechte Brust? Wir wissen es nicht. Was ein Frust. Ich sehe nichts. Der, geh weg. Vielleicht wäre es hier ganz günstig, das Nachtsichtgerät aufzusetzen. Wo haben wir es? Wo liegt es? Da. Tragen. Alter, geh weg, geh weg. So, kommt mal hier ins Wasser. Diese Idioten. Ja, ja, komm weiter. Komm weiter. Aber wir haben ein paar Mal Schelle gekriegt, aber es geht noch mit unserer Rüstung, muss ich sagen. Jetzt wartet die hier am Rand, oder was? Ja, ja, komm. Komm weiter. Ich glaube, wir müssen noch mal ins Inventar und dann die Axt nehmen, wa? Ja, ihr müsst auch wissen, dass ich was machen kann. So. Kloppen wir mit der Axt drauf oder machen wir den hier? Der Elektroschocker macht Hälfte Schaden, nicht ganz. Axt. Geschwindigkeit Schaden ist sehr gut. Ach nee, weniger Schaden macht die doch. Die Axt macht guten Schaden, ja.
Was ist der andere? Da. Hopp ab. Auch ausnehmen, Gott. Die Höhlen, ich sag euch, die Höhlen. Die machen mich fertig. Bin dafür nicht mehr geeignet. Bin zu alt für diesen Scheiß. Warte mal, wie viel Munition haben wir denn? Blindengeschoss nicht, Betäubung nicht. 9 mm, 4 Schuss bloß. Nee, das lohnt nicht. Pfeiler haben wir ganz gut. Nehmen wir den Bogen wieder oder den? Der braucht so lange zum Nachladen, ne? Wir nehmen den Bogen. Und Rüstung nochmal nachpacken. So. Rutschen? Rutschen wir wieder? Nee. Oder? Nee. Ist hier ein Seil zum Runterklettern oder was? Ach, so kann man... Ah, 3D-gedruckter Pfeil. Jetzt weiß ich auch, wie man die Munition ändern kann hier. Kohlefaserpfeil. Okay. Mit R. Unten gucken und R. Hinten ist nichts, okay. Oder? Nee. Hier sind doch irgendwie gleich wieder Ekelprotze, oder nicht? Oder kommen wir schon raus? Kann mir nicht vorstellen. Hoch zu hoch. Waren das schon alle Kinder? Was? Ich meine, man sieht schlechter hiermit. Mit dem Nachtsichtgerät als mit der Taschenlampe, aber immerhin sieht man was. Ist da ein Ausgang? Jawohl. Wenn wir gleich draußen sind, blendet es bestimmt ganz schön. Wir müssen gleich das Nachtsichtgerät abnehmen. Oh, ist gerade dunkel. Abgelegt. Bogen haben wir in der Hand. Taschenlampe. Geht aber. Nee, brauchen wir doch. Ich höre was. Ich höre was. Ach, hier oben sind wir immer noch. Okay. Was ist wer? Wo gehen wir denn als nächstes hin? Das weiß ich gar nicht. Wir gehen mal zu Virginia. Die hat noch nie mit der Pumpgun geschossen. Wird Zeit. Es wird Zeit. Hallo. Guck mal, da. Virginia, da. Kümmere dich mal irgendwo drum. Mach mal. Okay, dann laufen wir weg. Geht auch. Wohin denn? Ah gut, wir suchen uns jetzt mal wieder einen Unterschlupf.
Und dann müsste ich mich irgendwann mal informieren, wo es denn nun weitergeht. Weil so aus dem Nichts einfach suchen, würde ich auch ein bisschen blöde finden. Warte mal, wir haben ja noch eine Karte bekommen. Geht die Karte auch noch für was anderes wieder? Weil wir hatten ja noch mal ganz auf der anderen Seite eine Höhle, in der auch eine Karte war. In der wir eine Karte brauchten, die wir aber nicht hatten, beziehungsweise... Ja, doch. Ich glaube, auf der anderen Seite der Insel müssen wir nachschauen. An das Nachtsichtgerät gewöhnt man sich wirklich echt so ein bisschen. Nicht gut, aber ein bisschen. Ach da, Kumpel, moin. Häschen, da ist wieder so ein Typ im Gras. Als wenn ich ihn nicht gesehen habe. Wo lang geht es? Als nächstes. Nö. Brauchst du nicht googeln. Wie auch gleich wieder schnauft. Ach, genug Stöcker haben wir anscheinend da. Oh, Spinnweben. Hui. Ziemlich duster, ne? Seht ihr überhaupt was? Weiß es nicht. Tut mir leid, falls ihr nichts seht. Oder vielleicht mache ich es auch für euch ein bisschen heller dann auf YouTube. Wenn ich dran denke. Könnt ihr das eigentlich ab? Könnt ihr das ab, so nachts durch den Wald laufen, alleine? Also jetzt, wenn ihr das Spiel so seht, wahrscheinlich nicht, dann könnte ich das auch nicht. Aber ansonsten? Oder kriegt ihr da Schiss, dass hinter jeder Ecke was ist? Und wenn ja, was für ein Gefühl habt ihr? Was ist da? Ist da ein Mensch? Sind da Geister? Sind da irgendwelche Ungeheuer? Oder was ist bei euch der Grauen? Wir haben zum Beispiel früher immer hier mit den Ouija-Brett oder wie das heißt, ein bisschen rumgespielt. Wie alt waren wir da? 15, 14? Und Alter, vor über 20 Jahren ist das räudig. Und Glühwürmchen. Und da haben wir dann, also wenn wir damit fertig waren, also fertig waren, hört sich auch gut an, als wir dann das Ouija-Brett durchgespielt haben, bin ich dann nach Hause und meistens, also ich habe in der zweiten Etage gewohnt bei meinen Eltern. Und dann bin ich halt die Treppen immer hoch zu mir und im Dunkeln meistens. Und da dachte ich auch so, hinter jeder Ecke, da könnte was sein, zu Hause halt, ne? Also das war schon kurios. Dann dachte ich immer, vielleicht sind da Geister oder so. Irgendwas habe ich mir dann immer so eingebildet. Oh, wenn ja jetzt doch, aber ich wusste eigentlich so, ja, Geister gibt es nicht. Aber natürlich hat dir dann trotzdem dein Kopf einen Strich durch die Rechnung gemacht, deine Fantasie. Waren die hier schon immer? Okay, egal.
Oh, hier ist auch sowas. Cool. Seit wann hast du einen Zettel in der Hand? Golfbälle. Also Golfbälle haben sie auch dazu geaddet, ja. Sag mal. Der weiß schon, dass er einen Golfball im Mund hat. So, was haben wir denn für einen Zettel hier? Golfballs. Hank, you spent all this time setting up a golf course and you haven't ordered any golf clubs or balls. Balls, how are we supposed to play golf? Miles Goldstein. Okay, ja, das ist natürlich blöd. Wenn er nichts bestellt hat, womit man Golf spielen könnte. Aber einen Golfplatz eröffnen will. Wahrscheinlich so ein Scheingolfplatz. Damit man irgendwie schön das Geld waschen kann. Ich weiß es nicht. Ist noch eins? Okay. Gut. Dilli. Baum. Aber schön schnell geht's ja damit, ne? Man müsste nur wissen, wo man hin muss. Oh, was essen muss ich auch. Na, kann ich ja machen. Ich habe ja genug von diesen Rationen hier. Und wir nehmen mal das hier. Essen mit Crunchies. Guten Morgen. Und einmal holen wir uns noch hinter und dann sind wir gleich am Fluss, oder? Wir sind doch hier gleich neben einem Fluss, ne? Ja. Oh, wunderbar. Jetzt müssen wir bloß wieder hochkommen. Schafft. Hui. Hui. Aufs Höhlingswasser geht's nicht. Nein, nein. Wir haben immer noch die Taucherausrüstung an. Die werde ich auch mal ablegen. Noch taktische Jacke. Haben wir irgendwas gefunden wieder? Die Haut haben wir auch noch nie verwendet, um uns irgendwas zu machen. Diese Dinger können wir auch bald mal wieder aufmachen. Schöne Stiefel. Können wir nicht mehr spielen damit? Warum nicht? Ja, okay. Dann halt nicht. Wo habe ich den jetzt gelassen? Warte mal. Da. Ich würde mal sagen, wo es dann weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Na? Tüdelü.